Du willst mit deinem Team euer Software-Projektmanagement in den Griff kriegen, endlich im Budget bleiben, Projekte planbar abschließen, den Kunden glücklich machen, ohne viel Bürokratie. Wie das funktioniert, das schauen wir uns heute in dem Video an. Weil ich war selbst über viele Jahre Projektmanager im Softwarebereich, habe da 5- bis 6-stellige Projekte gemanagt mit einem 7-köpfigen Entwicklerteam für Kunden im Maschinenbaubereich, sei es für Konzerne mit 15.000 Mitarbeitern bis hin zu mittleren und großen Mittelständlern, sagen wir mal so um die 100 Mitarbeiter. Und da möchte ich dir hier meine größten Learnings mitgeben, damit du die Fehler, die ich machen musste, nicht selbst machen musst und ihr endlich das Projektmanagement in den Griff kriegt. Als ich mit dem Projektmanagement angefangen habe, war ich so circa 21 Jahre alt und ich dachte mir, die in der Berufswelt, die haben richtig viel Ahnung. Bis ich dann es war schon nach dem ersten Meeting, gemerkt habe, du, die kochen alle nur mit Wasser. Die vergessen Aufgaben, die machen ihre Aufgaben nicht gut und wir waren da wirklich in einem professionellen Feld unterwegs. Also ich will da niemanden auch schlecht reden, aber der Durchschnitt der Projektmanager, der Entwickler ist einfach nicht so das Gelbe vom Ei. Deshalb mein Ansatz, wie ich wirklich Projektmanagement in den Griff gekriegt habe, ständig von meinen Kunden damals auch gelobt wurde, ist, ich habe angenommen, dass die anderen nichts können. Das heißt, das bringt uns auch schon zum ersten Konzept, Extreme Ownership. Da gibt es so ein Buch vom Jocko Willink oder wie der auch heißt, das war so ein Navy Seal, wo er praktisch die Thematik anspricht, dass man Extreme Ownership bei allem machen sollte, was man eben so macht. Und daraus ist auch, sage ich mal, mein Lebensmotto entstanden, ich bin nicht für alles schuld, aber für alles verantwortlich. Klar kann man jetzt dem Kunden die Schuld geben, er hat nicht zeitig geliefert, es fehlen Informationen, aber am Ende, wenn man ihm das nicht mitteilt, wenn man da nicht nachläuft, nicht nachkontrolliert, keine Checklisten liefert, kein tolles Onboarding hat, wie soll das der Kunde auch wissen? Weil wenn er die Infos selbst liefern würde, dann bräuchte er euch ja gar nicht. Dann hätte er das Projekt schon längst selbst gemacht. Also stell dir das mal vor, wenn der ein Projekt mit euch macht, dann hat er ja null Ahnung von eurer Thematik, sonst würde er euch nicht benötigen. Und die Fehler, die machen es ja nicht mit Absicht. Die kennen das einfach nicht besser, die sind nicht tagtäglich in eurer Materie. Deshalb ist es auch eure Verantwortung, und das war für mich damals auch der Ansatz, beim Nachfassen in den Projekten hier wirklich auf jedes Detail zu achten. Dass wenn ich jemandem eine E-Mail geschickt habe, dann habe ich mir einen Reminder reingeschickt. Ich brauche die Info bis in 2 Wochen, dass ich mir einen Reminder in einer Woche setze, um die Person zu erinnern. Weil ich will nicht davon abhängig sein, dass wer anderer seine E-Mail liest, beantwortet oder eben nicht. Nur so habe ich es wirklich geschafft, das Projektmanagement hier so in den Griff zu kriegen, dass wir immer perfekt geliefert haben. Das bringt uns auch zum nächsten Gesetz, Murphy's Law. Du kennst das aus der Softwareentwicklung, das, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen. Deshalb plan hier wirklich mit dem Schlimmsten, nicht im negativen Sinne, dass du denkst, ja, was kann alles schiefgehen, die Welt ist scheiße, sondern dass du wirklich vorbereitet bist, für alles eine Lösung hast. Und selbst wenn dir was einfällt, das ist mir oft passiert, wo so ein Gedanke unterbewusst kam, okay, das kann vielleicht schiefgehen, ich habe das dann ignoriert. Und oft war es dann im Nachgang, wo ich mir dachte, scheiße, warum habe ich da nicht daran gedacht, warum habe ich das da nicht eskaliert. Es gibt oft Situationen, die du vielleicht wahrnimmst, aber nichts dagegen machst. Oft in Projekten so kleine Kommentare vom Kunden, ja, uns gefällt das nicht ganz, dann will man da keinen Konflikt erzeugen, geht man hin und denkt, ja, es wird schon gut, und am Ende wird das dann so ein riesen Schneeball oder eine riesen Bombe, die dann explodiert, die man hätte schon davor entschärfen können. Das sind eben die Dinge, wo ich auch an dich appelliere, oder wenn du eben Projektmanager bist oder Geschäftsführer für dein Team, dass du da wirklich schaust, Murphy's Law immer im Hinterkopf zu haben, denn das, was schiefgehen kann, wird schiefgehen, und je mehr du kontrollierst im Projekt, desto erfolgreicher werdet ihr auch werden. Das nächste Konzept, das mir auch extrem geholfen hat, sind Standards, Standards und nochmal Standards. Projektmanagement funktioniert nur, wenn ihr so viel standardisiert wie möglich. Weil am Ende, das ist wie beim Fahrradfahren. Beim ersten Mal stürze ich, schürfe mir vielleicht die Knie auf. Das, was ihr im Projektmanagement machen wollt, ist so wenig wie möglich dem Zufall zu überlassen. Wir haben zum Beispiel für den Arbeitgeber, wo ich damals gearbeitet habe, haben wir eine Testumgebung benötigt. Und im Laufe der Zeit haben wir einfach so eine lange Checkliste gehabt an Dingen, die installiert werden müssen, welche Ports offen sein müssen, wie die Firewall konfiguriert sein muss, welche .NET-Version installiert sein muss und so weiter und so fort, um einfach hier die ganzen Dinge, die dem Zufall beruhen,
dass die nicht zum Problem werden. Weil wenn die Testumgebung nicht funktioniert, können wir nicht pünktlich mit dem Projekt starten. Der Kunde ist unzufrieden, gibt uns die Schuld. Warum habt ihr uns das nicht gesagt? Und am Ende, die Kunden sind extrem gut darin, den Dienstleister die Schuld zu geben, weil ihr seid ja die Experten. Und hier durch Standards passiert auch was ganz Besonderes. Wenn ihr fordert und auch liefert, dann seid ihr professionell. Wenn ihr fordert und nicht liefert, dann seid ihr die Arschlöcher, die einfach nur gefordert haben. Und das ist nicht das Ziel. Wer hier Standards hat, wer sagt, du, aus den Projekten von davor wissen wir, dass wir das benötigen. Und solange ihr das nicht liefert, können wir auch das Projekt nicht starten. Und dann kann man auch dem Vorgesetzten im Projekt einfach zeigen, du, deine Mitarbeiter haben das bisher noch nicht geliefert. Die haben sich die Schulungsvideos noch nicht angeschaut. Und dann hat man auch viel eine einfache Handhabe, weil der Kunde macht nicht Druck, weil ihr schlechte Arbeit liefert, sondern weil er nicht das Gefühl hat, das Projekt geht nach vorne, ihr kriegt dann die Schuld, aber wenn man ihm zeigen kann, du, das sind die Probleme, das sind die Auswirkungen und wenn du das nicht machst, wird das zum Datum X noch mehr zum Problem, dann versteht er das nicht. Das bringt uns auch zum nächsten Punkt. Im Projektmanagement, und das hat bei mir ewig gedauert, man muss die Dinge wie dem Kunden erklären, wie einem kleinen Kind. Also ich musste wirklich beim Projektkickoff sagen, du, das ist unser Projektplan, wir brauchen das bis zu dem Zeitpunkt und das sind die Auswirkungen. Weil die Auswirkungen waren für mich vielleicht klar, Projekt verschiebt sich, die Deadline wird sich auch verschieben, ihr könnt das Projekt nicht live nehmen, aber dem Kunden war das nicht klar. Der dachte sich, ja, Testumgebung, das fordern die einfach so ein, das braucht man ja eh nicht. Aber wenn man hier wirklich nicht Aufgaben mit Konsequenzen und auch Daten, der Mehrzahl von Datum, verknüpft, dann wird das Projektmanagement auch nicht funktionieren. Der Kunde wird nicht zuarbeiten und dann kann auch euer Projektmanagement so gut sein, wie ihr wollt. Könnt ihr das so gut machen, wie ihr wollt. Wenn der Kunde nicht zuliefert, bringt das alles nicht und der braucht einfach mehr Informationen, damit und kein Arschtritt, ja, ihm fehlen einfach Informationen, um euch wirklich zuzuliefern. Nächstes Konzept, wofür mich viele Informatiker hassen werden, ist der Kunde, man muss ihn zu seinem Glück zwingen. Was macht der Informatiker? Was habe ich oft früher auch gemacht? Der Kunde wollte eine Ausnahme haben. Ja, lieber Kunde, können wir ja logisch machen, weil man viele haben einfach nicht die Eier zu sagen, nein, Kunde, wir machen das so und so. Warum? Weil wir das so sagen, weil wir die Experten sind. Da einfach mal herzugehen mit Selbstbewusstsein und den Kunden zu seinem Glück zu zwingen, wie ich das immer genannt habe. Wenn das unser Prozess ist, dann werden wir den Kunden durch diesen Prozess zwingen, nicht weil wir Arschlöcher sind, sondern weil wir genau wissen, wenn wir diese Punkte nicht abarbeiten, werden wir das Projekt nicht umsetzen können, wird das zu Verzögerungen führen, wirst du Kunde unglücklich sein. Das bringt uns auch zum Punkt von davor, der Kunde macht das nicht mit Absicht, ihm fehlen einfach nur Informationen. Anderes Konzept, das viele überschätzen, ist, Tools sind einfach nur Tools. Die Frage kommt immer wieder, ja, was ist die beste Projektmanagement-Software? Weiß ich nicht, hängt davon ab, wie eure Situation ist. Hier gebe ich dir einen Tipp mit, so wenig Funktionen wie möglich, nur das Nötigste an Informationen drin, weil nur so könnt ihr wirklich effizient auch arbeiten. Weil am Ende, Daten müssen oft eingetragen werden, das kostet Zeit und am Ende, wie viel braucht man von Jira? Klar, wenn ihr ein Softwareprodukt entwickelt, dann kann man das gerne hernehmen, wobei ich eher ein Fan von uTrack bin. Aber ganz ehrlich, die meisten Tools sind so überlastet, man denkt sich immer, ja, man braucht das alles, aber wenn man mit logischem Hausverstand, gesundem Menschenverstand dahin geht, einfach mal ein Tool auswählt, das so wenig Infos wie möglich hat, dann reicht das auch vollkommen aus. Deshalb verliert euch da nicht, das beste Tool zu finden, sondern fokussiert euch wirklich auf die Basics. Und der letzte Punkt, den wirklich alle übersehen, ich habe das noch in keinem Unternehmen gesehen, ist, die Akquise bereits als Projektmanagement zu erkennen. Weil wie oft passiert das, wenn du vielleicht ein Mitarbeiter bist, dass dir der Chef ein Projekt auf den Tisch knallt? Ja, das ist genauso wie das eine Projekt. Gar nicht viele Änderungen. Schaut ihr euch das Projekt genauer an, dann sieht man, zack, ist viel, viel, ja, komplett unterschiedlich einfach. Und hier, wenn die Akquise nicht in der Lage ist, Unternehmen an Land zu ziehen mit ähnlichen Problemen, dann kann man im Projektmanagement ewig lang machen und tun. Es bringt einfach nichts. Damals als Projektmanager haben wir auch, ich glaube, ein Jahr lang unser Projektmanagement optimiert, bis ich irgendwann mir mal gedacht habe, ja, wenn der Vertrieb nur Angebote rausschickt, die nicht nachverfolgt, nur die Anfragen bearbeitet, die aktiv reinkommen, ja, wie sollen wir im Projektmanagement da was machen? Wenn denen ein iPhone versprochen wurde
und wir keine iPhones liefern, ja, wie soll das zum Erfolg führen? Also das ist hier auch der Punkt, wo viele Probleme, das ist Vollauslastung, das ist keine Kapazitäten, das sind Überstunden, das sind übers Budget hinausgehen, das sind alles Vertriebsprobleme. Seltensten Falle ist es wirklich das Projektmanagement. Deshalb, wenn du sagst, du möchtest dir mal anschauen, wo vielleicht in eurem Projektmanagement man noch was verbessern kann, vielleicht gibt es auch was im Vertrieb, kann auch sein, dann melde dich gerne. Unterhalb des Videos findest du einen Link, wo du dich eintragen kannst zu einer kostenfreien und natürlich unverbindlichen Analyse, wo wir uns nicht nur das Projektmanagement anschauen, sondern auch das ganze Unternehmen, um wirklich zu schauen, wo sind die Hebel, die man da auch betätigen kann. Deshalb nimm gerne die Tools mit. Wir können da gerne mal drauf schauen, was ihr so macht. Wir können uns auch euer Vertriebsprozess anschauen oder generell die Kunden, die ihr so habt, und dann entwickeln wir gemeinsam das Konzept. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, dein Software-Georg.